So lange? Wie soll ich das bloß aushalten? Guten Tag, Sir. Tag, Jimmy. Bringen Sie den Wagen in die Garage. Sofort. Hallo, Liebes. Hallo. Ich habe noch mal mit Havermann gesprochen. Er ist dann auch um 4 Mark pro Tonne runtergegangen. Einen schicken Anzug hast du an. Nicht wahr? Habe ich mir in Hongkong machen lassen. So? In Hongkong? Dann trage ihn auch in Hongkong. Nächste Woche ist Havermann wieder in München. Er möchte mit uns beiden essen gehen. Kann er haben. Vorausgesetzt, er lässt die dumme Gans von Sekretärin im Hotel. Kann ihm ja inzwischen das Bettchen bauen. Du hast übrigens einen tollen Eindruck auf sie gemacht. Die Ärmste. Ist sie wirklich so bescheiden? Sie scheint ebenso bescheiden zu sein wie ich. Ich kann sie nicht ausstehen, sonst würde ich uns beide bedauern. Wie wär's zwischendurch mal mit dem Alka-Seltzer? Whisky schadet dem Teint, nicht? Ach, was macht's, wenn du zu deinen abendlichen Pflichtübungen anderes drehst? Du sowieso immer das Licht aus. Jetzt wirst du billig. Apropos billig. Das da ist heute mit der Post gekommen. Teile ihn hierdurch mit, dass ihr Mann sie laufend betrügt. Laufend? Wie macht man das? In ihrer Villa am See feiert er mit zweifelhaften Weibern Orgien. Eine wohlmeinende. Nimmst du das ernst? Das Einzige, was mich daran peinlich berührt, ist dein schlechter Geschmack. Mit meinem Geld könntest du dir doch zweifellos Mädchen leisten, die nicht zweifelhaft sind. Dieser